Das Schlusswort zum Finanzmarktaufsichtsbehördengesetz, das hat Andreas Minich, ÖVP. Sehr geehrte Bundesminister, sehr geehrte Frau Bundesminister, werte Zuseher zu Hause, die Bundesregierung hat einen extrem guten Job gemacht. Sie hat sehr gute Arbeit geleistet mit all den vielen Maßnahmen, wie schon genannt, Steuersenkung für die untersten Einkommensgruppen von 25% auf 20% gesenkt, den Familienbonus, den Kinderbonus, die wichtige Kurzarbeit, den Fixkostenzuschuss, der besonders wichtig ist für viele Unternehmen, aber auch die Investitionsprämie, die im Herbst kommen wird, die degressive Abschreibung, der Verlustrücktrag und die Gemeindemilliarde sowie die Mehrwertsteuersenkung und vieles mehr. Mit all diesen Maßnahmen wird es uns gelingen, das Comeback für Österreich zu schaffen. Es ist uns aber auch besonders wichtig, ein dauerhaftes Umfeld mit guten Rahmenbedingungen für eine gut funktionierende und moderne Wirtschaft zu schaffen. Dies gewährleisten wir heute mit der Änderung des Finanzmarktaufsichtsbehördengesetzes. Sandbox-Geschäfte wurde schon ausführlich erklärt. Trotzdem noch einmal, worum geht's? Die Finanzmarktaufsicht soll die Möglichkeit erhalten, Sandbox-Geschäftsmodelle zu erproben. Es geht dabei vor allem darum, zu untersuchen, wie ein in Entwicklung befindliches, innovatives Geschäftsmodell realisiert werden kann, um zu verstehen, welche Potenziale auf der einen Seite und welche Risiken damit einhergehen. Finanzstartups sollen ihre Geschäftsmodelle auf diese Art in enger Zusammenarbeit mit der Finanzmarktaufsicht entwickeln und dadurch Konzessionen erwerben können. Schaffen wir Planungssicherheit und fördern wir Innovation zur Stärkung unseres Standortes Österreich. Herzlichen Dank. Ich ersuche um Zustimmung. Applaus